Bad Mitteldorf ist, glaube ich, einer der schönsten Orte, wo man seine Kindheit verbringen kann. Also mein ganzes Leben lang würde ich jetzt auch nicht da bleiben, weil es mir einfach zu klein ist. Aber es ist total idyllisch und jeder kennt sich und es ist halt so typisches Landleben halt. Aber total schön. Also das ist immer so oft gefallen, dieses Argument, dass meine Eltern so viel gearbeitet haben und so wenig Zeit gehabt haben. Mir ist das überhaupt nicht so vorgekommen. Weil andere Eltern arbeiten, kommen dann am Nachmittag heim. Und dadurch, dass dieses Gasthaus eh meinen Eltern gehört, habe ich eh immer gewusst, wo sie sind. Aber wenn dann manchmal der Trubel doch ein bisschen zu heftig geworden ist, dann bin ich schon immer in den Wald gegangen, der was in der Nähe vom Haus ist. Und das mache ich eigentlich auch heute noch. Das ist immer noch mein Rückzugsort. So! Jetzt gehen wir's an. Mein Zimmer. Klein, aber schön, finde ich. Das hat sich im Laufe der Jahre ständig geändert, weil ich immer alles umstellen muss und neu dekorieren und so. Zum Glück habe ich das, dass ich mich schnell irgendwo einlebe. Weil sonst, glaube ich, wäre es ja ein bisschen schwierig, von einem Ort zum anderen switchen. Aber nein, ich muss schon sagen, dass ich mich da immer noch sehr zu Hause fühle. Und es ist meine kleine Werkstatt. Da nähe ich halt meine ganzen Dinge. Ursprünglich war das bei uns im Wohnzimmer und dann haben wir es mit dem Dachboden verbannt. Was mir eigentlich sehr recht ist, weil da kann ich wirklich alles fallen lassen, was ich nicht brauche. Ich kann die Wände voll kleben. Also das ist echt so eine richtige Freiheit da. Also ihr Lieben, jetzt habt ihr eh alles gesehen und ich muss jetzt wieder nach Wien, um zu proben und wir sehen uns gleich.